Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer, zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Wir gehen uns erstmal hinten heilen bei Lilly. Dann geht's weiter hier nach rechts. Dort scheint der nächste Bossgegner zu sein. Also, auf ihn! Einmal heilen bitte, Lilly. Lass mich dein Pokémon wieder fit machen, Zwergenfee. Thank you very much, Hacho. Pokémon-Kämpfe bereiten mir noch ein wenig Schwierigkeiten. Dafür weiß ich aber, wie man sich um verletzte Pokémon kümmern muss. Dankeschön. Danke fürs Heilen. Und weiter geht's. Diesmal rechts lang. Jo, ein Schalterrätsel. Ja, genau. Das Warpfeld wurde bereits aktiviert. Ja, okay. Okay, das muss ich wohl aus dem letzten Part rausgeschnitten haben. Sorry dafür. Dafür ist rechts unten, rechts oben, rechts unten und rechts oben, ja. Also rechts unten, rechts oben, rechts unten und rechts oben. Ja, so sieht's aus. Und dann aktiviert sich das Warpfeld. Sag mal, wie weit habe ich das schon gemacht? Okay, diesen Raum habe ich noch nicht gemacht. Kann ich mit euch machen. Tut mir echt sorry, dass ich das beim ersten Mal nicht gemacht habe. So. Kann man sich das merken jetzt hier? Okay. Wie bei dem Spiel Simon, falls das Spiel man kennt, habe ich mal auf einem iPod gespielt. So ein Spiel, wo man sich halt die Reihenfolgen merken muss. Versuchen wir es mal so. Links oben. Links unten. Falsch. Hehehe, dann eben, wie es dir nicht selbst einen Gefallen tun und einfach aufgeben. Ich gebe niemals auf. Pokémon, komm, schnapp sie dir her. Links oben, links unten. Rechts oben, links oben, rechts unten. Und so weiter. Links oben, links unten. Rechts oben war's. Ja, genau, rechts oben war's. So muss es sein. Jetzt kommt mein Einsatz. Mit meiner erstaunlichen Pose werde ich dein Erinnerungsvermögen außer Kraft setzen. Ah, okay. Wirst du das? Rechts oben habe ich gerade gemacht. Links oben war es, glaube ich. Jo. Dann ging's rechts unten weiter. Und dann nochmal rechts unten. So viel zu meinem Erinnerungsvermögen außer Kraft setzen. Ich habe ein sehr gutes Erinnerungsvermögen. Nee, ich lese das hier von Wikipedia, von bisafan.de ab. Ja, sorry, ich habe halt wirklich ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Muss ich euch zugeben, dass ich das ablese, weil sonst würde es hier Stunden dauern. Ja, es gibt eine Komplettlösung auf bisafan.de. Ja, in der Tat. So, jetzt sind hier zwei Männchen. Dann geht's hier weiter oder hier weiter? Ah, okay. Rechts oben, links oben, rechts unten, links unten, rechts oben, links oben, links oben, rechts oben. Sowas könnt ihr mir niemals merken. Das sind viel zu viele Sachen, die man sich auf einmal merken könnte. Warte mal, wie hat's denn angefangen? Rechts unten fängt's an. Dann ist das Variante 1. Ja, muss ich mir gar nichts mehr zu merken. Ja, ein bisschen Schummelerei, aber das habe ich auch schon immer gemacht. Schon mit Galoppa habe ich ein bisschen geschummelt. Ich schummle weiterhin. Rechts unten beginnt's.
links unten. Was? Ich wollte gerade sagen, da habt ihr zumindest die Lösung. Tja, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Unser Ablenkungsmanöver ist aufgegangen. Hehe. Was für ein Ablenkungsmanöver? Kacke, jetzt habe ich nicht gesehen, womit es angefangen hat und wie es weiterging. Muss gleich normal machen. Wenn ich nicht hingucke, dann ist das natürlich schwer, sich zu merken. Rechts oben, links oben. Jetzt wird's knifflig. Rechts oben, links oben war's. Links oben. Jetzt kommt rechts unten. Jo. Links unten. Kommt gleich. Jetzt ist erstmal Pause angesagt. Mal sehen, ob du dich hiernach noch an die richtige Reihenfolge erinnern kannst. Oh nein, ein Kampf. Verdammt, wie soll ich mich danach noch dran erinnern? Hui, 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 hui. Auf einen Kampf. Wir waren jetzt bei rechts unten. Und danach kommt jetzt links unten. Finger drauf, zeig. Während des Kampfs. Oh wei. Da soll man das nicht verlieren. Das ist ja klar, dass man das aus den Gedanken verliert. Das ist ja, wenn man es sich nicht aufschreibt, dann hat man es hier in diesem Kampf schon definitiv verloren. Aus den Gedanken. Los, Flammenblitz. So ist ja klar. Muss man ja die Lösung vor Augen haben. Ist ja unfair. So. Gelb, grün, blau, blau. Zwang für gewinnt 1984 Pokémon-Dollar und die Siegreich aus dem Kampf gegen den Rainbow Rocket Rüppel hervor. Mann, ist dieses Spiel jetzt asozial. Sagt der Rüppel jetzt hier noch gelb, gelb, grün, grün, blau, blau, damit dass ich es jetzt hundertprozentig aus dem Kopf habe. Alter! Hallo? Game Freak? Ja, sozial seid ihr denn bitte? Wenn ich jetzt hier nicht die komplette Lösung von mir liegen hätte, wäre ich jetzt komplett raus. Also zu 200% wäre ich jetzt hier raus aus dem Spiel. Definitiv. Zum Glück habt ihr mich jetzt hier mit meiner Komplettlösung. Links unten geht es jetzt nämlich weiter. Ja, genau so. Und dann geht es mit rechts oben weiter. Rechts oben jetzt, dann kommt jetzt links oben. Also ohne Komplettlösung ist das hier jetzt absolut unmachbar. Das so wirklich. Ich würde nur einmal versuchen, dich aus dem Konzept zu bringen. Ho, 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 ho. Sachte Game Freak. Sachte Game Freak. Oh, zwei Pokémon. Jetzt wird's asozial. Jetzt wird's richtig assi. Respekt an jeden, der es ohne Komplettlösung durchschafft. Also, im Ernst, ohne Komplettlösung und ohne aufzuschreiben. Ich verleihe dir meinen Zwergenfürstorden, wenn du das schaffst, ohne Komplettlösung und ohne das aufzuschreiben. Da gibt es hier einen Orden des Staates vom Zwergenfürst hier, vom Zwergenfürstreich. Aber das kannst du wissen, wenn du das nachweisen kannst, dass du das hingekriegt hast. Und da bastel ich dir einen Orden. Definitiv hier. Snobbly Card. Oh, das sieht aus wie ein normales Snobbly Card. Nicht das Alola Snobbly Card. Sieht ja noch ganz gesund aus. Nicht so verschrobbelt wie das Alola Snobbly Card Exemplar. Stromstoß. Okay, mit Galoppa geht es zum Glück ziemlich schnell. Stell dir mal vor, du hast dann so ein unterleveltes Team, was da noch kämpfen muss gegen Team Rocket. Ja. Herzlichen Glückwunsch und spätestens jetzt rot-gelb, grün-gelb. Da ist das definitiv aus dem Kopf gelöscht. Wie es weitergeht, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Game Freak, Game Freak. Respekt geht raus an Game Freak. Alle Achtung, das ist ein Schwierigkeitsgrad. Ungeahnter Asozialität. Meine Güte. Oh, wirklich. Links oben sind wir. Jetzt muss nochmal links oben. Okay. Müssen wir nicht. Haben wir schon. Rechts oben müssen wir nochmal hin. Ach, verdammt. Sag nicht, das haben wir jetzt beim letzten Punkt jetzt nochmal hingekriegt.
Tja, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Und zum Glück ist meine Wurst aufgegangen. Hehe. Muss jetzt von vorne starten oder was? Nochmal gegen die beiden kämpfen. Oh man. So. Na dann. Rechts oben, rechts unten, links unten. Variante 2. Zweifellos. Rechts oben, rechts unten. Dann kommt links unten. Ich will jetzt kämpfen oder was? Oh man. Nerv nicht. Achso, das geht jetzt. Oh, okay, weil wir schon gegen gekämpft haben. Okay, links unten waren wir jetzt. Boah, das fällt mir jetzt schon mit der Komplettlösung ziemlich schwer. Jo, so viel dazu. Ich hab's vor, mein Schuss ins Ofen. Und ich bin jetzt mal die Welt aufgegangen. Hehe. Oh, Leute. Rechts oben, rechts unten, links unten. Das ist die Version 2. Und was wir jetzt nicht falsch machen. Müsste es klappen. Rechts oben, es gibt hier drei Versionen. Rechts oben, rechts unten. Links unten kommt jetzt. Dann kommt, nerv mich nicht, lenk mich nicht ab hier. Meine Güte. Das scheiß Hütte hier. Links unten war ich jetzt, rechts unten kommt jetzt. Rechts unten, hier. Dann kommt links oben. Meine Güte, das klingt hier. Links oben, links unten. Hör auf zu labern. Dann kommt rechts oben. Rechts oben. Und links unten. Da haben wir's. Was? Na, wer da jetzt noch durchblickt, durch meine Varianten, durch meine Hilfestellungen, herzlichen Glückwunsch, ich tue es jetzt nicht mehr rechts unten, rechts unten, links unten, rechts unten. Das könnte Variante 2 sein. Variante 3 natürlich. Rechts oben, links, nein, das war nicht links oben. Nein. Ich blick nicht mehr durch. Ich blick nicht mehr durch. Na, die Siege, welche Art ist es? Rechts oben, rechts unten, links unten. Und rechts oben gibt es noch zwei Varianten, links, rechts unten, das ist Variante 2. Rechts oben und rechts unten. Und links unten. Rechts unten kommt jetzt. Und rechts unten. Und links oben. Und links unten kommt jetzt. Und dann rechts oben und links unten muss ich nochmal. Rechts unten, links. Rechts oben. Und links, links unten. Das ist ein Fehler in der Komplettlösung. Was für ein Fehler. Links unten und rechts oben. Jo, haben wir es mal geschafft hier. Nach 100. Versuchen. Und welchen nehmen wir jetzt? Den Schalter rechts oder den Schalter oben? Den hier. Ja. Das ist schon mal richtig falsch. Da können wir uns ein Item und den Pokémon abholen. Aber wir wollen ja hier lang. Da sind wir richtig. Hier wollen wir hin. Top-Genesung gefunden. Da kommt jetzt der nächste Bosskampf. Auf geht's. Zeit versplempert haben wir auf jeden Fall hier. Bei dem Rätsel. Was? Die Rätsel der leuchtenden Platten konnten dich nicht aufhalten. Doch. Doch. Doch, das konnten sie. Ja. Ohne Komplettlösung hier, da wäre ich richtig aufgeschmissen gewesen. Aber hallo. Kann ich euch versprechen hier. Dann liegt es jetzt an uns, diesem kleinen Ausflug ein Ende zu bereiten. Na dann. Müssen wohl meine Pokémon mal wieder zeigen, was sie können. Oder auch nicht. Bei Team Rainbow Rocket Rüpeln wird das ja wohl keine große Herausforderung sein. Die werden ja uns nicht wirklich schwächen können. Da können wir unsere Energie noch für den lieben Typ von Team Magma aufheben. So, wen schicken wir denn jetzt in den Kampf gegen Apollo? So, Hoodie Level 61, das klingt doch nach einem fairen Kampf. Na, fair ist das nicht, weil mein Team ist ziemlich gut trainiert und eben halt nur so ein schlappes Apollo. Also, ja, Schattenfessel, sie soll sehr effektiv sein, also los geht's. Hau es mit einem Schlag weg. Zu dein Link. Ja, so viel zu fairer Kampf. Mein Hoodie ist ein Level unter seinem Pokémon, aber trotzdem stark genug, um es mit einem Schlag zu besiegen. Team Rainbow Rocker Trüppel wurde besiegt. Der Boss hatte mir nur eine einzige Aufgabe gegeben. Ich bin enttäuscht. Tja, du bist halt die Enttäuschung in Person. Tut mir leid, aber so hieß es. Ich würde dich als Trüppel nicht anstellen. Mal, diese Rüpel, Diese Pokémon-Rüpel, die Bosse mal haben, es juckt mich unheimlich. Es ist
Ich meine, wenn ich der Boss einer Bösewichtsorganisation wäre, ich würde mir doch nicht solche Lappen als Leibgardisten oder als Angestellte nehmen. Ich würde auch mein Team angemessen trainieren, dass ein 10-Jähriger da nicht durchspaziert. Hallo, das ist ein 10-Jähriger, der ohne Mühen durch deine Rüpel durchkommt und dich herausfordern kann, dass das erstmal dazu kommt, dass der zu dir kommt in dein Zimmer rein. Da musst du dir auch angemessene Typen da vorstellen. Das ist ein 10-Jähriger durchspaziert. Naja, Pappnasen halt, diese Bosse. Dein Gedächtnis ist genauso beeindruckend wie deine Fähigkeiten als Trainer. Wollen wir doch mal sehen, wie du dich gegen mich schlägst. Dann wäre das Spiel aber auch nicht schaffbar, wenn man das halt richtig machen würde, wenn die Bosse nicht absolute Pappnasen wären. Ja. Ein Kinderspiel. Ja. So schaut's aus. Aber das ist ja Pokémon. Dafür lieben wir Pokémon. Ja, das ist es halt, was wir von Pokémon gewohnt sind. Ja, müssen wir halt damit leben. Und ich gebe es ja zu, ich beschwere mich ja selbst auch, wenn die Bosse zu schwer sind und die Rüppel nicht zu lange aufhalten. Also ja. Ist natürlich dramaturgisch, wäre es natürlich viel interessanter, wenn es halt auch ganze Brocken wären und halt sich auch gut verteidigen könnten, aber ja. Ich glaube, Game Freak macht das schon richtig. Das ist. Die haben da Erfahrung drin und die kriegen das schon hin. Die machen das jahrelang und ist ja mal so ein zweischneidiges Schwert, ist so ein Dilemma. Macht man die Bosse gut und macht dann dem Spieler ein schweres Spiel oder macht man die Bosse schlecht und macht dem Trainer, dem Spieler ein ertragbares Spiel. Und ich glaube, da hat das Spielerlebnis meistens doch eher den Vorrang. Oder würdet ihr doch auch so machen, wenn ihr Spiele entwickeln würdet. Nicht? Steve wurde besiegt. Was zum Geier? Das ist immer noch ein Team Rocket. Jeeps. Okay. Der hat gerade einen Steve Blatt gemacht. Und das ist was außergewöhnlich. Das sieht man hier nicht so selten. Das sieht man hier nicht so häufig. Ja. Angriff von Chuck steckt stark. Ist verwirrt. Eine rote Marschmilan. Die sehe ich doch dort. Die sind hier im Spiel sehr selten. Um mal einen Insider zu bringen. Wer den Insider kennt, schreibt es in die Kommentare. Hallo Freunde. Chuck ist paralysiert. Chuck ist verwirrt. Ja, das sieht doch hier schlimm aus. Komm, Eisenschädel. Was machst du denn? Was machst du denn, Chuck? Sind wir hier noch im selben Kampf? Bin ich jetzt hier gerade irgendwie in den Limbus abgetaucht? Oder was ist jetzt hier die dritte Traumebene oder was? Das ist jetzt noch derselbe Team Rocket-Rüpel, gegen den ich hier kämpfe, wie vorhin. Der hat gerade mit einem Pokémon zwei meiner Charmantie-Pokémon weggeratzt. Ah, okay. Ja. Ist in Ordnung. Dann halt mit zwei Pokémon weniger in den Bosskampf. Macht ja nichts, dass ich jetzt hier mit zwei Pokémon, dass ich jetzt hier zwei Pokémon bei einem Rocket-Rüpel-Kampf verloren habe. Ja. Warum denn nicht? Am Ende warst du diejenige, die geprüft hat, wie ich mich schlage. Ja, holla, das war ein Kampf. Also für einen Rüpelkampf war das ganz schön oho. Zwang fast gewinnt 1984 Pokémon der neuen GC-Kreis den Kampf gegen den Rüpel hervor. Na, die Weltfee. Was war denn das? Na dann, weiter geht's.
Ein paar Pokémon haben wir ja noch mit im Team. Kampffähig. Kampffähig durch und durch. Ich dachte schon, es wäre wieder dieser Plagegeist Fabian. Stattdessen muss ich erfahren, dass ein Kind für diesen Krach verantwortlich ist. Mein Name ist Marik. Ich gehöre Team Magma an. Gerade als mein Plan Früchte zu tragen schien, wurde ich von einem Erdspalt verschluckt und an diesen Ort gebracht. Ich muss aber zugeben, mir gefällt es hier recht gut. Das Wissen dieser fremden Welt hat sich als höchst interessant herausgestellt. Früher oder später werde ich in meine eigene Welt zurückkehren. Aber bis dahin möchte ich diese Welt noch ein wenig näher an meine Idealvorstellungen heranführen. Grudon gehört nicht umsonst der Kategorie Kontinent an, weißt du? Mit seinen Kräften kann es den Magmafluss kontrollieren und das Meer austrocknen lassen. Schließlich die gesamte Welt aus einer einzigen Landmasse besteht. Je mehr Landmasse vorhanden ist, desto größer ist der Lebensraum aller Landbewohner. Dadurch würden jegliche territorialen Konflikte überflüssig werden. Ich sehe schon, der hat das exakte Gegenstück zu Team Aqua. Der möchte genau das Gegenteil erreichen. Kannst du dir das vorstellen? Eine Welt ohne Konflikte? Wäre das nicht eine ideale Umgebung für Menschen und Pokémon gleichermaßen? Ja, aber das löst doch nicht die Probleme. Man diese Logikfehler an den Köpfen der Bösewichte. Wenn du Land geschafft hast, dann ist doch nicht, gleich der Weltfrieden geschaffen. Ach meine Fresse. Wir haben uns heute schon genug über Wasser aufgeregt. Weiter geht's. Du hast also auch vor, dich mit mir in den Weg zu stellen. Gleich hat dieser Dummkopf von Team Aqua versucht. Ich kann einem sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich mir in den Weg zu stellen. Ich, Marik, werde dir zeigen, was passiert, wenn du mich aufhalten willst. Na dann, zeig mir mal, was passiert. Wenn ich versuche, dich aufzuhalten. Wollen wir mal schauen. Team Magma Mark fordert sich heraus. Kampf auf ihn mit Gebrüll. Da hat er 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon. Da habe ich nur noch 4. 2 sind schon Game Over und das eine hier ist noch angekratzt, aber es ist ein Galopper. Level 100, Shiny. Los, Nitro-Ladung. Auf Magnaien. Ich kann das immer noch nicht aussprechen. Ja. Würde doch vielleicht was bringen, hier mit Galopper ein bisschen was hinzukriegen. Das war kein richtiger Satz. Ein Kamerupt. Da wird die Tolanung jetzt wahrscheinlich sehr viel bringen. Oder auch nicht. Was ja klar war. Vielleicht Stromstoß, vielleicht wird das ja was bringen. Hat keine Wirkung. Aber immerhin, Galopper gehorcht mir schon. Ziemlich. Ja, das scheint mir schon zu gehorchen. Also, in den letzten Zeiten hat sich Galopper nicht wirklich widersetzt. Also, konnte ich gut mit ihm kämpfen. Das finde ich schon mal schön. Bei der Top 4 hat es noch ein bisschen gehakt, aber jetzt nach der Top 4 scheint das Galopper auf meiner Seite zu sein. Na dann, Phantomengeier, mein lieber Necrozma. Das legendäre Pokémon besiegt das nicht legendäre Pokémon. So, das hätten wir. X-Bat wird eingesetzt. Jo, da waren es nur noch 4. Die kriegen wir aber noch hin. Felsgrab. Matschbombe versus Felsgrab. Mal schauen, was effektiver ist. Ich tippe ja auf das Felsgrab. Ja, es ist der Fall. Felsgrab ist effektiver. Juwelenkraft vielleicht auch. Toxin versus Juwelenkraft. Deutlich im Vorteil.
natürlich Juwelenkraft. Ihr werdet es gleich sehen. Ja, die Vergiftung ist natürlich da, das ist nicht sehr schön, aber X-Bad ist besiegt, immerhin. Necrozma wurde durch Gift verletzt. Smogmog. Okay. Das ist zwar jetzt kein Feuer-Pokémon mehr, aber es passt auch irgendwie zu Team Magma. Wie wäre es denn mit Nachthieb? Probieren wir das mal aus. Na komm, hau rein. Nachthieb. Necrozma. Okay. Das war offensichtlich nicht sehr effektiv. Necrozma ist weiterhin vergiftet. Toll, toll. So, Phantomen-Geysir. Vielleicht ist das effektiver. Ja, kann man durchaus effektiver nennen. Ja, will ich so bezeichnen, will ich so betiteln. Necrozma wird durch Gift verletzt. Nicht versetzt, verletzt. Kämpfen natürlich weiter. Da kommt das Magnaiden. Ich muss mich anstrengen, das richtig auszusprechen. Nochmal in den Team. Ins Team, in den Kampf. Juwelenkraft. Komm, mach's zu Ende. Dann kommt gleich das legendäre Pokémon. Das Groudon. So, letztes Pokémon. Da war es nur noch eins. Wir haben ein Groudon. Das legendäre Pokémon aus der zweiten Generation. Oder war es die dritte? Ich glaube, die zweite und die dritte. Ein Groudon. Auf jeden Fall Pokémon Omega Rubin. Omega Rubin ist das Remake zu Pokémon Rubin. Joa, Phantomen Geysir. Antike Kraft. Okay, 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 okay. Ja, ich sehe es ja schon. Necrozma wird hier nicht mehr viel ausrichten. Wäre schön gewesen. Legendäres Pokémon gegen legendäres Pokémon. Ja, muss es halt wer anders richten. Oder ich lade das Pokémon wieder auf. Ich gebe dem einen Beleber und wir haben ein legendäres Battle. Donner hat keine Wirkung. Okay, ich lade es wieder auf, wenn ich noch die Möglichkeit dazu habe. Okay, ich hätte es früher sehen müssen. Okay, okay, es wird tragisch. Pikachu wird besiegt. Da hätten wir ein Hoodie. Ja, nee, okay, ja. Das hätten wir früher in den Sinn kommen sollen. Das wird kritisch hier. Haben wir noch einen Top-Beleber? Top-Genesung haben wir. Beleber haben wir. Heieiei. Necrozma. Ich hätte ihr auf Galopper setzen müssen, aber. Ja, Pflanze ist jetzt klar, dass das verbrennt wie nichts Gutes. Okay, noch ein paar KP. 6 KP bleiben. Eine Top-Genesung auf den Necrozma. Zack. Okay, dann kann Necrozma wieder kämpfen. Ich hoffe, er ist auch kampffähig. Er versagt jetzt nicht. Das wäre sehr schade. So, Necrozma, mein letztes Teammitglied. Level 69 gegen Groudon, Level 66. Legikampf. Na, aber unbedingt. So, Phantomgeysir. Hau rin. Okay, was macht Groudon da? Eine Attacke. Eine nicht so starke Attacke. Phantomgeysir, komm, lass es stark sein. Zeig, dass Pokémon Ultramond besser ist als Pokémon. Wie war das nochmal? Omega Rubin. Ja, komm. Wir erledigen es. Erdbeben. Auwei. Das klingt kritisch. Werden. Angst. Puh, Phantomgeysir. Es wird knapp. Hau rin. Mach's alle. Ja, nice. Wer hat gewonnen hier? Legikampf. Necrozma. Geht als Gewinner hervor. Da wissen wir ja wohl, wer hier das bessere Legendäre ist. Necrozma recht Level 70. Hervorragend. Mark besiegt. Ich, Mark, soll verloren haben. Zwangvieh gewinnt 18.480 Pokémon-Dollar. Zahlen. Und geht siegreich aus dem Kampf gegen Mark hervor. Haben wir es mal wieder geschafft, haben wir den zweiten besiegt. Der Herrscher über die Landmassen lässt sich von jemandem wie dir besiegen. Wie kommt es, dass du so geschickt mit deinen Pokémon kämpfen kannst?
Es muss einen Grund haben, warum ich gegen dich verloren habe. Das willst du mir doch sagen, oder? So viel hätte ich mir denken können. Schließlich ist das hier nicht meine Welt. Wenn du tief ans Rockets Schloss vordringen willst, solltest du dir zwei Bilder etwas genauer ansehen. Eins davon ist blau, das andere ist rot. Ich habe mich dem Ziel verschrieben, die Landmassen zu vergrößern. So entsteht nämlich mehr Raum für Menschen und Pokémon. Das sagtest du bereits. Wie dem auch sei, hier trennen sich unsere Wege. Jo, und ich klicke auf das dritte Dingens und das zweite. Du hast einen versteckten Knopf gefunden, willst du ihn drücken? Jo, auf geht's. Klick. Rumpel. Da bewegt sich was. Und da geht's weiter. Jo, nice. Jo, dann mal wieder zurück. Zurück in die Haupthalle, wo es dann weitergeht mit den nächsten Bossen.